Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich war bei Kass, habe da schnell ein paar Kleinigkeiten gekauft, die aber dann irgendwie trotzdem schon wieder fast 50 € gekostet haben. 49 Euro und ein paar gequetschte. Ich gucke gerade mal nach dem Portemonnaie. Dann kann ich euch das auch genau sagen. Habe ich den jetzt ausgegeben? Also, ausgegeben habe ich 49,50 €. Ja, dann gucken wir doch mal. Preise blende ich euch dann wie immer da unten ein. Fangen wir mal an. Also, es steht ein Geburtstag auch an von meinem Mann. Also, das ist jetzt so ein Mix zwischen Geburtstagssachen und Sachen für uns zu Hause. Also, zweimal diese großen Nacho-Chips-Tüten. Ob sie schmecken, ich habe keine Ahnung. Wir werden es dann sehen. Aber es sind 475 Gramm. Und da habe ich gedacht, dafür nehme ich die auf jeden Fall mit, weil die haben gekostet jeweils 1,49 €. Die mussten dann einfach mit, ne? Genau wie hier jetzt die Crunchips Gitter. Die waren jeweils 1,20 € gesalzene. Hoffen mal, die werden auch schmecken. Ja, die ganzen Pringles, die holen wir euch gleich raus. Ich zeige euch eine davon. Insgesamt habe ich 4 Stück von den Original Pringles. Die waren, ich meine, für 1,49 € oder so, hätte 1,50 €. Genau, 1,50 €. Und da habe ich gedacht, dafür kannst du die auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Das sind die 165 Gramm Dosen in Original. Also von daher, ich habe noch so ein paar Erdnüsse und Flips habe ich und Salzstangen. Aber ich denke mal, das sollte wohl reichen für hinterher. Und wir haben auch riesen Catering. Also ich glaube nicht, dass die Leute verhungern werden. So, dann, was ich auch sehr günstig fand, da habe ich gedacht, die nehme ich mal mit. Ich hätte gern mehr mitgenommen, aber mehr hätte nicht gepasst in den Gefrierschrank. Und zwar 1,99 € pro Packung. Da habe ich 2 Stück mitgebracht. Und zwar, ja, Parfum, Noisette und Karamell. Also Nougat und Karamell. Haselnuss und Karamell, denke ich mal, ist das dann. Die schauen auf jeden Fall gut aus, ne? Deswegen, die sind ja zweimal mitgekommen. Dann die Sour Cream Soße mit Schnittlauch. Und zwar hat mein Mann sich jetzt, wir hatten bei Corinne so eine richtig tolle Fischplatte. Also ich esse ja sowas nicht, aber Detlef fand die toll. Dann habe ich mir gedacht, ich habe eh noch nichts für meinen Mann zum Geburtstag. Kriegt er von mir eine Fischplatte geschenkt. Die habe ich jetzt hier bei unserem Fischhändler auch bestellt. Für 6 Personen war dann schon 60 Euro. Wir brauchen ja eigentlich an dem einen Abend 11 und am nächsten Abend 11. Da habe ich gedacht, uff, wenn ich für 22 Personen das bestelle, dann bin ich 220 Euro quitt. Da habe ich mir dann überlegt, nö, ich mache nur für 6, weil es werden auch nicht alle Fisch essen. Ne? Es sind viele so wie ich, die dann, ne? Und von da habe ich gesagt, das reicht, wenn ich eine Platte für 6 Leute mache, das 60 Euro und hole einfach noch ein paar Sachen bei Kars dazu. Und so mache ich es auch. Und dann hole ich bei Rewe vielleicht noch so ein paar geräucherte Lachsforellen und dann wird das schon, oder Forellenfilets, dann wird das schon hinhauen, denke ich. Und für die Toppings dazu, so, ne, ich will so aus Tomatenschale dann so eine kleine Rose machen und so. Und da so ein Klecks davon drauf, sieht bestimmt süß aus. Dann den mittelscharfen Senf auch dafür. Und Meerrettich habe ich nämlich dafür auch mitgebracht. Ach du Murks, ich sehe gerade, da steht extra scharf drauf. Ach du Scheiße. Das habe ich nicht gesehen, extra scharf. Glaube, das werden sie nicht unbedingt mögen. Na gut, es sind ja nur kleine Kleckse. Auf jeden Fall dreimal auch noch mattes Filet ohne Haut in Rapsöl mitgebracht. Die sollen edel sein, steht da drauf. Ich hoffe mal, sie sind es dann auch. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele es sind, aber ich habe mal 3 mitgebracht. Ja, Fischeinlage 125. Ich habe keine Ahnung, wie viel das dann letztendlich ist, aber ich hoffe mal, mit 3 kann man schon was anfangen. Jetzt gucke ich gerade die ganzen einzelnen Dosen. Moment. Ja, da habe ich nämlich noch so einiges jetzt dafür geholt. Und zwar Liselle, und das ist ja nun wirklich eine gute Marke. Gabelröllchen in cremigen Dill-Dressing. Dann in Joghurt-Dressing, das habe ich auch zweimal. Und ich müsste eigentlich das andere, genau, Dill-Dressing habe ich auch zweimal. Und dann feine Heringshappen ohne Haut in Dill-Joghurt-Soße, in Zwiebelsahne und in Remoulade. Und ich meine, die kamen 1,20 €. Also ich weiß, dass die sonst teurer sind. Genau. Und deswegen habe ich die jetzt mal einfach mitgenommen. Ich hoffe, das passt auch soweit. Und dann dachte ich, das passt ja auch eigentlich so bei Fisch mit dabei.
die mediterrane Antipasti, und zwar Honey Peppers mit Frischkäse, Creme, Senf, Honig. Ja, die einmal. Die, soll ich doch jetzt abgucken? Guck mal, jetzt gucke ich doch ständig, anstatt vorher euch einzublenden. Also die waren übrigens 1,20 jetzt Stück. Jetzt gucke ich gerade, wo habe ich denn hier? Der Senf war 69 Cent. Die Honey Peppers gerade war an 1,20 Euro. Und wo sind denn hier die Champignonköpfe? Ach, da ganz unten. Die sind 1,60 Euro, ne? So Champignonköpfe. In Rapsöl und gefüllt mit einer Frischkäsecreme. Also ich hoffe mal, die passen dann auch. Ich hatte immer noch so ein drittes, was dazu war. Genau, die italienischen Oliven. Mariniert. 1,20 Euro. So, das war, glaube ich, so hauptsächlich für einen Geburtstag. Obwohl, davon kommen noch vier und auch nochmal vier. Die sind auch nochmal für einen Geburtstag. Und zwar Mixery Ultimate Lemon. Beides mit 6,0 Alkohol. Und zwar einmal 84% Bier und 16% Erfrischungsgetränk mit Zitrusgeschmack. Und hier ist mit Limetten. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Also, ne, ich kenne sie nicht. Ich weiß nur, dass sie relativ günstig waren. Weil man kennt ja so ein bisschen so die Preise davon. Ne? 60 Cent die Dose. Gut, ihr zahlt Pfand dabei. Ne? Aber trotzdem, ich fand sie für 60 Cent. Ich glaube, die sind deutlich über einen Euro sonst. Dann war gleich in den Gefrierer muss. Schlemmer Rösti Elsass mit Zwiebeln und herzhaften Speck auf einer leckeren Frischkäse-Sauerrahmcreme. Wisst ihr was? Ich überlege gerade, die lasse ich glaube für heute Abend. Guck, die sind so. Und genau, das mache ich Leute. Die gehen heute Abend direkt. Dann weiß ich auch, ob die lecker sind, ob ich noch welche versuchen sollte zu kriegen. 1,99 waren die nämlich nur. Genau, kommt Leute. Fangen wir direkt auf den Tisch und dann gebe ich die auch. So, hier sind die restlichen drei von den Pringles, damit wir da auf vier kommen. Und dann für 45 Cent jeweils habe ich noch mal Knorr mitgenommen. Und zwar neu, das fand ich dann auch sehr interessant, Gulasch Topf One Pot. Man gibt also noch dazu 400 Gramm Putenbrust, eine große Paprika, eine große Zwiebel und 150 Gramm Nudeln mit natürlichen Zutaten. Unser Versprechen, mit nachhaltig angebauten Zwiebeln natürlich ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Veggie Twist, Lust auf Vegetarisch oder vegan? Ja, also das ist jetzt nicht vegan, ne? Da kommen ja 400 Gramm Puten oder Hähnchenbrust rein. Aber ich finde das echt gut gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es schmecken wird. Ja, und dann, ich nehme ja normalerweise immer lieber diese Tetra-Packs, ne? Aber hatten sie halt jetzt bei Carsten nicht. Aber sie hatten Sauce Hollandaise fettarm unter 1,5%. Die Sauce Hollandaise, wo man einfach nur Wasser beimischt. Und 2-3 Minuten kochen. Da habe ich gesagt, gut, Hauptsache ich habe überhaupt was im Haus. Also hier sind nochmal einmal, zweimal, dreimal, also insgesamt viermal in Gelb und 1, 2, 3, insgesamt viermal die in Orange, die Mixery. Dann für 99 Cent waren die, glaube ich, hier die Knorr Feinschmecker Zweierpack, ne, 65 Cent sogar nur. Beziehungsweise Knorr Gulaschtopf 1,10, was war denn jetzt Gulaschtopf 1,10? Ach so, die Gulaschtopf waren teurer, oh, Leute, ich habe euch Mucks erzählt. Die waren 55 Cent das Stück. Und die Sauce Hollandaise war 45 Cent. So. Und die Jägersoße jetzt ist 65 Cent der Zweierpack. Und die Rahmsoße ist 65 Cent der Zweierpack. Ja. So. Habe ich die auch mal wieder im Haus. So. Und dann die liebe Niki darf jetzt gut lachen. Obwohl, nee, das sage ich gleich erst. Erstmal gibt es noch die Schokoladenbrötchen mit Zartbitterschokolade. Schauen aber lecker aus eigentlich, ne? Wie müssen die zubereitet werden? Das Produkt bei Raumtemperatur ca. 40 bis 45 Minuten auftauen, den Ofen auf 175 Gramm vorheizen und bei 160 Grad bzw. 170 Grad für 18 Minuten backen. Aber ich muss sie vorher auftauen lassen? Hä? Leute, wie würdet ihr das jetzt verstehen? Das Produkt bei Raumtemperatur ca. 40 bis 45 Minuten auftauen. Den Ofen auf 175 Grad vorheizen. Bei 160 bis 170 Grad für 18 Minuten backen. Also ich muss die auch nach dem Auftauen trotzdem noch backen, ne?
Versteht ihr auch so, ne? Oder soll ich die jetzt nur auftauen lassen? Nee, ne? Würdet ihr jetzt auch so verstehen, ne? Auftauen lassen und dann backen 18 Minuten lang. Okay, finde ich jetzt ein bisschen kompliziert, aber okay. So, für 90 Cent, wo seid ihr? 99 Cent. Es gab sie. Tada! Mein Popcorn Emmy Latte. Das war so süß. Die Niki schreibt dann schon immer, gab es kein Popcorn Latte für dich diesmal? Nein. Und deswegen, Leute, das war jetzt mein Einkauf. Wie gesagt, 49,50 €. Ich lasse mir meinen Kaffee Latte schmecken. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Was auch immer, ne, wenn ihr das Video geguckt habt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Das war mein Cars Food Haul. Ciao, ciao.